Testimonial-Werbung bedeutet, dass eine markante Persönlichkeit sich ausspricht für das Produkt. Wahrscheinlich ist die Mutter aller Testimonial-Werbungen: Ich trinke Jägermeister, weil. Ja? Ich trinke Jägermeister, weil. Das ist wahrscheinlich die Mutter, ist uralt. Ja, ist uralt, weiß gar nicht, ob Sie es noch kennen. Aber das ist möglicherweise die Mutter aller Testimonial-Werbungen. Also eine markante, das kann ein Prominenter sein, muss aber nicht ein Prominenter sein. Es kann auch irgendein Mensch sein, der ein Statement abgibt. Eines der wichtigen Instrumente im Internetmarketing übrigens. Immer mal wieder so der Schlenker in diese modernen, der Schwenk in diese modernen Formen, Internet. Also im Internet macht man gerne Testimonial-Werbung, weil die Leute, die Internet verstanden haben, wissen, dass sie sich zeigen müssen. Das heißt, also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich positives Feedback kriege zu meinen Produkten, dann frage ich denjenigen oder diejenige, ob ich das veröffentlichen darf. In aller Regel bekomme ich das okay. Und dann ist natürlich super, wenn der Mensch auch sich zeigt, das heißt ein Foto hat. Fotos wirken. Und dann lade ich mir das von Xing runter, zum Beispiel, oder wo immer der präsent ist, schreibe sein Testimonial da rein mit dem Bild und vielleicht noch den Link zu seinem Profil. Das schafft Glaubwürdigkeit, das schafft Vertrauen, weil jeder kann jetzt natürlich auf den Link klicken und den bei Xing anmelden. Und sag mal, was sagst du denn jetzt wirklich und so weiter? Der kann jetzt also praktisch überprüfen, ob das ein echtes Testimonial ist. Ich könnte das ja auch alles fälschen. Ne? Also er kann das auf die Art und Weise überprüfen oder sich nochmal eine Bestätigung holen. Er ist ja schon sehr interessiert, möchte aber jetzt eigentlich nur nochmal eine Bestätigung haben. Und das gibt es nämlich auch. Ja, in der Kaufpsychologie, Stadium der Kaufbereitschaft, haben wir gerade mal kurz beleuchtet, gibt es so etwas, das der Kunde eigentlich schon gerne möchte, aber er braucht jetzt noch eine letzte Bestätigung. Das kann er sich also auf dem Wege holen, besonders wenn das eher für ihn eine höhere Investition ist, also das Produkt eher hochpreisig ist. Dann macht man das gerne, holt sich der Kunde noch eine Kaufbestätigung, dass er wirklich also das Richtige getan hat. Das sind Testimonials, spielen im Internet eine große, große Rolle. Ja, auf den sogenannten Landing Pages, auf den Verkaufsseiten, hat man also dann Testimonials.